Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Origins 2. Ein Custom-Game von Final Level Gamer ist das. Und ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, weil ich entsprechend viel voraus aufgenommen hatte. Deswegen könnte ich vielleicht ein klein wenig aus der Übung sein, aber ich weiß immer noch, dass das Link ja unser Vegetarier ist mit seinem Käseschild und seinem Lauchschwert. So, ich weiß allerdings nicht mehr. Oh, verdammt. Wieso habe ich das gewusst? Ich weiß allerdings nicht mehr, wie dieses Level aufgebaut war, komplett. Ist dann doch schon etwas zu lange her. Wow. Ach nee, Moment, jetzt kamen ja die Teile. Oh, komm. So schwer. Aber egal, ich habe es mir jetzt gemerkt und jetzt sollte ich ja hoffentlich das gemeistert bekommen. Jedenfalls bis dahin. Ich will nämlich nicht nochmal an diesem Level so ewig hängen. Ich würde das jetzt ganz gerne mal schaffen, damit ich dann so langsam mal in den nächsten Parts Fortschritt verzeichnen kann. Ach ja, da ist es auch schon. Gut. Die Stelle ist geschafft. Wunderbar. So, muss ich jetzt auf irgendwas achten? Oh, das war knapp. Ach, ich weiß doch wieder, warum ich immer gestorben bin. Das letzte Mal. So, und jetzt muss ich vorsichtig sein. Jetzt kommen nämlich sofort... Hä? Was? Ach komm! Weißt du, das ist so unfair. Das ist so unfair. Ich stand auf dem Bullet Bill, aber wurde trotzdem getroffen. Ich hasse sowas. Da könnte ich mich direkt wieder aufregen. Was bringt es mir, wenn ich mich da so vorbereite in dieser Hinsicht? Ist aber absolut... Oh Mann, es geht schon wieder los. Jetzt will ich das nochmal... Wieso geht das nicht? Ich verstehe es nicht, wieso geht das nicht? Na gut, okay, dann werde ich halt nicht mehr mich auf die Teile stellen, muss ich halt irgendeine andere Lösung finden. Problem ist, oh, ja genau, drück halt noch öfters die Taste hier. Och Mann, ich will nicht getroffen werden und jedes Mal lasse ich mich treffen. So ein Bullshit. So machen wir es halt jetzt so immer. Wenn das nicht gehen will, wehe. So, das wollte ich jetzt einfach mal machen. Das hat mich so in den Fingern gejuckt, das mal zu machen. Ja auch. Sorry. So, jetzt kommt die Scheißstelle.
Okay, was kam jetzt? Mehr Krams. Okay. Und jetzt? Wie weit war es noch, bis es zu den ganz gefährlichen stehenden Panzern kam? Hier scheinbar noch nicht. Wow. Wow. Ach ja, genau, der runterfallende. Den gab es ja auch noch. Ich wusste es. Cool, ich bin Game Over. Also von vorne. Und wenn ich mich jetzt nicht wieder blöd treffen lasse, dann hoffe ich doch, dass ich bis dahin komme. Und ich bin der Meinung, dass das die letzte richtig schwierige Stelle in diesem Level ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch so viel danach kommt. Wahrscheinlich sogar die einzig richtige schwierige Stelle. Und die anderen Stellen, wo ich mich so anstelle, sind einfach nur dumm, dass ich mich... Wow, das war... Verdammte Statuen, ey. Die Statuen finde ich so scheiße. Mit ihrem blöden Feuer. Och komm, Mann. Warum werde ich immer an so einer Stelle getroffen? Das ist unfair. Umbringen funktioniert auch nicht. Gut, okay. Erfolgreich gestorben. Danke sehr. Das geht mir so auf den Sack, dieses Level langsam. Weil ich sterbe nicht wirklich, weil ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass ich in diesem Level sterbe, weil ich mir die Levelstruktur schlecht merke oder so. Oder weil ich einfach so schlecht bin. Sondern ich habe einfach das Gefühl, dass ich in diesem Level ständig wegen Bugs sterbe. Weil diese verdammten... Kack-Shooter da aus... diese verdammten Kack-Vasen da aus dem Boden sich so verbuggt anfühlen. So. Und wenn ich es da einmal schaffe, dann werde ich an irgendeiner anderen Stelle getroffen. Wegen irgendeinem dämlichen Scheiß. So, was kam jetzt? Jetzt kam noch der Dreier-Shooter, oder? Jo. Gut, den hätte ich auch überstanden. Immer noch mit vollen HP. So, jetzt wird's kritisch. Jetzt will ich wieder warten. Ich will jetzt auf keinen Fall HP verlieren. Deswegen will ich jetzt versuchen zu jumpen. Ich will auf keinen Fall HP verlieren. Deswegen will ich versuchen zu jumpen. Voll geklappt. Ich hasse die Teile. So, und dann kommt gleich nämlich diese... Jetzt fällt das weiße Ding runter. Nee, noch nicht. Ach nee, jetzt kommt erstmal der Riesenpanzer. Danach fällt das Teil runter. Also jetzt. So, jetzt kommt die Hölle. Wow, das hat so gut funktioniert. Oh mein Gott. Really?
ich dachte schon. What the fucking hell geht denn hier ab? Ui, die Fahrt des Panzers ruckelt ja ganz schön. Aha. Warte mal, was? Tatsächlich, manchmal tut man bei diesem Ruckeln den übelsten Sprung machen, wenn man nach unten geht. Hier, schon wieder, ich habe nichts gedrückt. Da auch. Naja, solange das nicht zu einem tödlichen Feature wird, ist mir das eigentlich relativ egal. Oh, danke, das Ziel. Ja. Das nächste Level mit dem Secret Exit Schrägstrich mit dem Stern. Oh, das ist ein Super Mario Hirn Level. Wobei der Hintergrund eher an Metroid erinnert. Natürlich! Weil sein Salatstängel einfach mal einen Millimeter zu kurz war. So. Cool, Feuer. Das wirkt doch. Sogar ein Leben noch gekriegt. Ach, natürlich. Arschloch. Musik ist irgendwie cool. Ich hoffe, ich kriege nicht wieder Content-Probleme wegen der Musik. Aber naja, in den meisten Fällen bei dieser Musik musste ich einfach dadurch einfach die Monetarisierung rausnehmen. Nicht so wie beim Capcom Music Team, die dann einfach sagen, ja, es kann nicht monetarisiert werden und in Deutschland wird es verboten. Weil wir sind nämlich so Capcom, wir haben voll coole Musik gemacht. Ich werde übrigens jetzt sowieso ab sofort, wenn ich irgendein Mega Man LP mache, werde ich da jetzt gnadenlos immer einen Remix von der Originalmusik nehmen. Und dann kann mich Capcom mal am Arsch lecken, weil dann haben sie nämlich keine Rechte mehr auf die Musik. Übrigens eine interessante Idee, was diese Lava-Plattform angeht. Es sah irgendwie so aus, als hätte dazwischen was sein können. Gottverdammt, was war das? Das Blöde ist jetzt, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das Level kurz war, wenn ich noch nicht beim Mittelpunkt war. Falls es einen gibt. Ich frag mich, woher die Musik kommt. Ah, das werdet ihr mir ja bestimmt wieder in die Kommentare schreiben. Ich kenne euch ja. Wow. Okay. Puh. Cool. Ein weiteres Power-Up. Das heißt, ich bin jetzt mal
endlich wieder mit 3 Herzen ausgerüstet, auch wenn mir das in dem Level leider kaum was nützt. So. Hier hoch. Komm raus, du hast eh keine Chance. So, ist hier was? Tatsächlich, eine Ranke. Das könnte Secret sein, ne? Aha. Erstmal gucken, was hier links oben ist. Dieser geheime Ausgang führt dich zu mehreren Prüfungen. Zeige dein Können und gib nicht auf. Geil. Dieser geheime Ausgang führt mich übrigens auch zu meinem Tod. Gut, den geheimen Ausgang mache ich aber erstmal als zweites dann. Ich weiß jetzt, wo er ist. Ich will erstmal das normale Level schaffen. Boah, das war gemein. Boah, das war auch ein bisschen dumm von mir. Okay, hoch, hoch, hoch. Vielleicht sollte ich für das Level allgemein meinen anderen Charakter nehmen, einfach bloß aus dem Grund, weil ich muss nachher ja diesen ekelhaften Sprung machen und mit links sind Sprünge so ein bisschen schwieriger als mit anderen Charakteren. Daher, besonders jetzt könnte ich hier mit Peach eigentlich in diesem Level auch ziemlich abräumen. Wow. So, jetzt kommt ja die Shell. Hab ich nicht vergessen. Die habe ich bis jetzt noch nie getroffen. Das, was mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert. Ich bin nämlich fest davon ausgegangen, dass die Shell mich irgendwann mal trifft und tötet. Rubingierig, wie man merkt. Schließlich möchte ich versuchen, noch Leben zu kriegen. So. Und noch ein HP. Punkt. Gleich ein Leben, wenn es so weitergeht. Ah, den habe ich verfehlt. Ich glaube, jetzt kam es schon, ne? Oder? War das jetzt schon die Stelle? Ja, das war die Stelle. Ich habe auch ein Leben gekriegt. So. What the fuck ist das? So. Achtung, der Vulkan steht kurz vor seinem Ausbruch. Das Einsammeln von Ringen beschleunigt den Ausbruch. What? Okay. Also muss ich den Ringen ausweichen. Interessant.
Ja, wenn man sich hier nicht stressig macht, dann geht das eigentlich, finde ich. Nein. Wow, ein Ring eingesammelt und bam, die Lava steigt in Ultraspeed.